Ich habe mit Arnold halt gesprochen, hat mich halt so motiviert und gefragt, wie es geht und so. Da habe ich ihn das erste Mal kennengelernt. Mir gefällt einfach wieder Holland Arbeit, dieses Oldschool. Da habe ich mir dann schon 2001 den Trizeps abgerissen, beide Seiten. 6 Wochen vom Wettkampf und bin dann trotzdem angetreten. Ne? Und ich bin auf die Bühne, ich habe gepostet und habe meine Muskeln gezeigt und habe angespannt und ich wollte gar nicht mehr runter von der Bühne. Und dann bin ich nach Hause gekommen, mein Anrufbeantworter war voll von Kumpels, Freunden. Die haben sich alle gemeldet, weil es hieß damals, ich bin gestorben. Ich habe jeden Tag 1000 Liegestütze gemacht. Der hat nicht mehr gehabt, also die waren gar nicht größer als ich. Außer der Nase zum Beispiel oder der Dorian, die waren halt schon massiger als ich. Ne? Oder dann später der Ronnie Coleman. Dann bin ich dann, wie gesagt, habe mich dann vorbereitet für die Arnold's Classic 96. Bin ich dann nach Columbus, Ohio geflogen, habe ich auch den Arnold dann kennengelernt. Ja, hier habe ich noch mal ein Foto mit dem Arnold bei der Arnold's Classic in Columbus, Ohio, 96. Mit dem Arnold halt gesprochen und hat mich halt so motiviert und gefragt, wie es geht und so. Da habe ich ihn das erste Mal kennengelernt. Das war eine geile Sache, also war für mich ein besonderer Tag oder besonderer Moment. So ein Mann, so ein Champion und auch einen guten Schauspieler kennenzulernen, das war schon also Nonplusultra wirklich. Ja. Da hat man schon Gänsehaut gehabt. Und Andreas Münzer hat auch noch damals mitgemacht. Also die Arnold's Classic war sehr gut besetzt. Und da habe ich dann damals mit 110 Kilo den 7. Platz belegt. Ja. Ah. Ah. 5. Schön tauschen. Alter Mann schwitzt. Komplizierte, auch das Schickimicki und sowas, ne? Dass die Gewichte einfach schön aussehen müssen, schöne Farbe haben müssen und ja, schönes Design und sowas. Das Ding muss einfach funktionieren und ob das Ding schön aussieht oder schöne Farbe hat, ist doch scheißegal. Du musst einfach Gas geben, auch was denn das Ding verrostet ist, ist mir doch scheißegal. Hauptsache, das Ding funktioniert und das ist ein richtiges Gewicht drauf ist, wo du auch dann bewegen kannst und wo du dann auch deine Maximumwiederholung machen kannst. Nicht? Wenn du dann die Maschine voll machst, mit 10, 12 Wiederholungen kannst du nochmal 10 machen und du bist schon mit allem Gewicht. Aber optisch sieht es halt besser aus. Da machen sich die Leute viel zu viel Gedanken. Ich glaube, die Schiene, die geht auch mehr Richtung Fitness und sowas. Ne? Deswegen die Maschinen, die sind auch eher so ausgelegt für die Fitnessleute, für den normalen Hausgebrauch, aber nicht für die Leistungssportler und sowas. Weil die Leistungssportler, klar, die brauchen viel Leistungsbodybuilder oder auch Frauen. Die brauchen halt mehr Gewicht jetzt. Und für die Fitnessleute, die das so privat für sich machen, für die reicht das. Machen wir noch eine, ne? Was? Egal. Machen wir eine, geht noch. Machen wir ein bisschen schwerer noch. Von nichts kommt halt nichts, gell? Ja. Zu Roland bin ich gekommen durch meinen Mann. Der war damals bei ihm in Vorbereitung. Meine erste Vorbereitung habe ich mit ihm zusammen gemacht, also mit meinem Ehemann noch. Da bin ich deutsche Meisterin geworden, 2018. Also wir ergänzen uns da echt super. Was Training angeht und auch Ernährung, also es wird nicht viel Schuschu gemacht und nicht viel Theorie, sondern es wird einfach trainiert, gescheit und es wird gescheit gegessen und Training. Das erste Mal beim Roland trainiert Beine. Das war knackig, aber es war genau richtig. Das weiß ich noch ganz genau. Also er hat mich da wirklich, es steht dann daneben und pusht einen immer, immer weiter und du gehst einfach bei jedem Training über deine Grenze hinaus. Und ich glaube, das macht es auch aus. Und so entstand dann auch für meinen Teil auch eine emotionale Bindung zu Roland und Dagmar. Haben wir hier noch was? Da bin ich in der Sportreffi, also in der Sportreffi auf der Titelseite. Das da vorne, das ist die Mia Finnigan. Die ist damals die in der Fitnessklasse hat sie die Miss Olympia gewonnen. Und wie gesagt, da haben wir zusammen ein Fotoshooting gehabt. Das war echt schön gewesen. Und das sind halt so die Erinnerungen, die man hat. Ja, also die Arnolds
von damals von 96 in Ohio. Die war sehr gut belegt. Da war der Kevin Lefroni dabei, Flex Wheeler, John Ray, Paul Dillette, Jean-Pierre Fuchs, Andreas Münzer, glaube Porter Cottrell. Also das waren richtig gute Leute am Start. Glaube ich, Vince Taylor war noch dabei. Also, und da habe ich den 7. Platz belegt. Und dann eine Woche später war noch ein Wettkampf in Kalifornien, in San Jose. Das war so ein Einladungswettkampf. Das ist Pro Invitation. Und da habe ich dann den 4. Platz gemacht. Und ja, dann habe ich wieder ein bisschen so eine Pause gehabt. Das ist immer leichter. Komisch, gell? Also der Roland und ich, wir arbeiten noch gar nicht so lange zusammen. Wir sind ja so ziemlich genau ein Jahr beieinander, ne? Ein Jahr, genau. Ja, ja. Bin sehr zufrieden. Wir haben jetzt innerhalb von einem Jahr, glaube ich, rund 10 Kilogramm trocken Muskelmasse aufgebaut. Und ich denke mal, für ein Jahr, wer sich in dem Sport auskennt, sind 10 Kilo da schon eine ganz gute Klasse, ne? Schon eine Ansage. Und mir gefällt einfach wieder Roland Arbeit, dieses Oldschool. Das ist genau das, wo ich mich eigentlich ziemlich wohlfühle, mit dem ich eigentlich ziemlich viel Fortschritt mache. Dass du vor allen Dingen damals einer der beliebtesten warst und so ein Publikumsliebling, was macht den Unterschied aus? Wie wird man plötzlich, meine Muskeln haben sie alle, der eine ist größer, kräftiger, der eine hat einen dickeren Deltoideus, der andere hat wieder einen dicken Bizeps, aber wie bist du zum Publikumsliebling geworden? Ja, ich glaube, das ist die Leidenschaft, die man dann auf der Bühne zeigt. Also man muss einfach den Menschen da zeigen, den Zuschauern, auch den Kampfrichter, dass es dir Spaß macht, das, was du machst. Und ich bin auf der Bühne, ich habe gepostet und habe meine Muskeln gezeigt und habe angespannt und ich wollte gar nicht mehr runter von der Bühne, weil ich bin so, halt so eine Rampensau gewesen. Und das hat mir richtig Spaß gemacht, das Training, also mit Leidenschaft. Ich habe mich richtig immer darauf gefreut. Ich trainiere heute noch fünfmal die Woche mindestens. Und es hat mir einfach mega Spaß gemacht, auf der Bühne zu sein. Dann bei der Pro Invitation habe ich dann noch, der Münze war noch dabei. Und eine Woche später haben wir noch zusammen haben wir noch in Kalifornien, in Orange County, in Matrix Gym damals, haben wir einen Fototermin gehabt mit dem Chris Land. Da war der Münze noch dabei, Andreas, ich war dabei, da waren noch mehrere Profis. Der Chris Land hat zu der Zeit die besten Bilder gemacht und haben ein Fotoshooting halt gehabt. Der Münzer hat dann auch gewohnt in den gleichen Apartments in der Nähe, wo ich gewohnt habe. Und da habe ich den dann zum letzten Mal gesehen. Und dann Woche drauf, glaube ich, ist er dann in Deutschland verstorben. Ja, jetzt zu meinen Athleten zu kommen, also das gibt schon ein paar gute. Aber ich warte immer noch, dass jemand da ist, zum Beispiel in der offenen Klasse, wo der jetzt irgendwie mitmischen kann, ganz vorne dabei, und das ist so mein Ziel. Aber nichtsdestotrotz, die anderen Athleten, die machen mir auch Spaß, die vorzubereiten. Nicht jeder kann die Mr. Olympia gewinnen. Denn also Dennis Reinhold, David Hoffmann und jetzt zum Beispiel die Nadine Huber ist auch super, Pascal Schlegel. Also ich kann da richtig aufzählen ohne Ende. Das gibt echt so viele gute Athleten. Mal gucken, was wir da noch jetzt demnächst erreichen können. Moin. Ja, das ist so durch meine Erfahrung, die ich früher gemacht habe. Eher so oldschool, ohne irgendwie viel dabei zu studieren. Einfach Vollgas geben. Ne? Also man könnte heute noch mehr Gas geben. Aber wie gesagt, der Pascal ist kurz vor dem Wettkampf wieder. Er hat sehr wenig Körperfett. Und dann ist auch der Körper sehr empfindlich. Da kann man sich schnell was zerren oder reißen. Deswegen, wir trainieren schon sehr intensiv heute, aber auf jeden Fall nicht sehr extrem. Das heißt, über die Grenzen hinaus. Einfach pumpen und halt ein bisschen mehr noch. Okay? Aber kurz vor dem Wettkampf wäre totaler Quatsch, wenn man da jetzt versucht, die schwersten Gewichte zu bewegen, die man auch in der Offseason macht oder so. Deswegen sehr vorsichtig. Genau, also das war nämlich so, ich
Ich bin dann damals auch dann zurückgekommen von Amerika. Und da war damals habe ich noch einen Anrufbeantworter gehabt. Und dann bin ich nach Hause gekommen. Mein Anrufbeantworter war voll von Kumpels, Freunden. Die haben sich alle gemeldet, weil es hieß damals, ich bin gestorben. Und da habe ich gedacht, wie, ich bin gestorben? Ich lebe doch noch. Und dann habe ich den Leuten allen Bescheid gegeben, nee, ich lebe ja noch, also ich bin ja nicht tot. Und dann habe ich dann rausgekriegt, ja, dass dann der Andreas Menze, damalige Manager, hat mich dann angerufen und hat mir dann gesagt, dass der Andreas Menze verstorben ist. Das war schon ein Riesenschock für mich damals, ne? Aber ich habe ein paar Tage davor gesehen, habe die Wettkämpfe zusammen gemacht, auch uns unterhalten und habe mit dem immer gutes Gespräch gehabt. Der war sehr freundlich, zurückhaltend und auch nicht großkotz. Also der war richtig in, ja, der ist so auf dem Teppich immer geblieben. Jupp! Jupp! Eine! So, dann kommt dann schon die nächste Übung wieder. Ich weiß gar nicht, wie viele Sätze wir gemacht haben, weil ich zähle das ja meistens nicht. Also viele Athleten, die brauchen zum Beispiel immer die Angaben 4 Sätze, 5 Sätze, 6 Sätze. Aber ich mache das auch oft nach Gefühl, ja, zwischen 3 und 5 Sätze, 4 Sätze. Auf Wiederholung auch mal 12, 16, 20, 10, also es ist immer unterschiedlich. Wenn die Kraft da ist und man kann mehr machen, dann machen wir halt, wieso, wenn es auf dem Plan 12 drauf steht, wieso soll man dann nur 12 machen? Wenn die Kraft da ist, mache ich halt 20 oder so. Ja, also das ist jetzt, wie gesagt, Vollgas immer. Ja, damals für die Olympia 96 habe ich eine Wildcard bekommen von Weide. Weil ich war mit 7. Platzierung und 4. Platzierung. Also in San Jose hätte ich den 3. Platz machen müssen. Und glaube, bei der Arnold Classic war damals die Top 5. Glaube ich, die waren qualifiziert für die Olympia. Und da habe ich halt die Wildcard bekommen. Und dann habe ich dann im September 96 in Chicago habe ich dann die Mr. Olympia mitgemacht. Bei dem Wettkampf bin ich dann, ich weiß nicht mehr ganz genau, glaube 11. oder so geworden. War nicht in der Top 10 dabei. Da habe ich halt aber auch leider so 4 Kilo weniger gehabt. Ich habe so 106 Kilo gewogen, weil das war die 2. Saison gleich im gleichen Jahr. Das war dann ein bisschen schwierig. So, dann machen wir mal schöne Rudern hier. Mal unsere schöne Rudermaschine. Also speziell gefällt mir einfach, dass er sagt, dir muss das Training Spaß machen. Es gibt keinen strikt vorgelegten Plan, dass ich jetzt diese Übung machen muss oder diese Übung machen muss. Klar, es muss zum Beispiel, klar sagt er dir, es muss eine Übung für obere Brust dabei sein, du musst fliegende Übungen machen, zum Beispiel spezifisch auf die Brust bezogen. Aber was du da jetzt für eine Übung machst, bleibt dir, musst du entscheiden. Das, was du für dich am besten merkst, was dir am meisten Spaß macht, weil dann kannst du auch den Fokus zu 100% auf diese Übung, auf deinen Muskel legen. Und dieses Trainingsprinzip finde ich eigentlich absolut spitzenklasse. Da habe ich noch dann in Darmstadt mitgemacht beim Grand Prix. Nach der Olympia, da war ich glaube ich 8. Und dann in Madrid war auch ein Grand Prix noch. Alles zu der gleichen Zeit. Da habe ich, war ich glaube ich 6. oder 7. 8. Ich weiß es nicht genau. 4, 10, 13. Ja, also durch das Volumentraining, was ich so viel gemacht habe, das war jetzt nicht falsch oder so. Das war vielleicht für diese Zeit was in Ordnung und dann später dann halt hätte ich ein bisschen weniger machen müssen können. Und, aber um die Muskelqualität zu bekommen, brauchst du einfach dieses Volumentraining. Ne? Deswegen war auch meine Beine waren gestriffen, Schulter, die Brust, das war einfach durch das Volumentraining. Ne? Und ich vom Kampfsport früher habe ich auch schon viel Klimmzüge gemacht und so Liegestütze. Ich habe jeden Tag 1000 Liegestütze gemacht, jeden Tag, also ich habe jeden Tag Brusttraining gemacht, aber nicht 1000 Stück jetzt auf einmal, sondern also zusammen. Das war immer mein Ziel und halt Klimmzüge immer gemacht, so 30 Stück pro Satz und gejoggt habe ich und glaube ich, das war auch dadurch habe ich auch diese Muskelqualität, glaube ich, bekommen, durch meinen Kampfsport schon damals, durch die viele Klimmzüge, deswegen habe ich so einen breiten Rückengang gehabt, einen guten. Und die Brust war auch, die war nicht ganz riesig, aber die war richtig gut qualitativ, total gestriffen. Das kam, glaube ich, dann auch davor schon von damals, von den Liegestützen jeden Tag. Und dann, wie gesagt, Brusttraining habe ich auch damals so 36 Sätze gemacht pro Trainingseinheit. Und das war das Volumen. Und ich denke, das war sogar vorteilhaft. Dadurch habe ich halt dann diese Muskelqualität dann bekommen, von der man heute spricht. Ne?
Geboren in Polen, für Deutschland bist du aber da angetreten. Inwieweit warst du damals da noch ein Exot? Weil eigentlich Bodybuilding war ja auch so eine amerikanische Geschichte mehr. Ja, also schon Exot eigentlich, aber wir haben vorher auch schon gute Athleten aus Deutschland gehabt. Zum Beispiel Jusuf Wilkos zum Beispiel oder Peter Hensel. Den kennst du da noch, ja. Peter Hensel oder Josef Grollmus und Hermann Hoffend, Ralf Mölle. Ne? Und damals auch der Schwarzenegger, Arnold. Als Österreicher, genau. Als Österreicher. Ja, okay. Vielleicht hat der eigentlich das in Europa so bekannt gemacht. Ja, dann habe ich ja wieder 1998 mitgemacht. Da hat dann der Flex gewonnen. Und ich war damals auch sehr schwer. Aber halt, ich habe ja die Härte nicht gehabt wie die Jungs. Und dann war ich auch nicht unter den Top 10, glaube ich. Ja. Ich war dann 11. sowas, ich weiß nicht mehr ganz genau. Auch bei der Olympia nicht, weil ich habe auch mit meinen 110 Kilo auf 1,72 trocken, aber richtig trocken, habe ich auch gute Masse gehabt. Also die waren gar nicht schwerer als ich. Der John Ray zum Beispiel, der hat, glaube ich, nur 96 Kilo gewogen. Der ist halt ein bisschen kleiner als ich. Und der hat nicht mehr gehabt, also die waren gar nicht größer als ich. Außer der Nase zum Beispiel oder der Dorian, die waren halt schon massiger als ich. Ne? Oder dann später der Ronnie Coleman. Aber die anderen, die waren gar nicht viel massiger als ich. Auf die Größe. Mit Tim Budesheim habe ich mal trainiert und das war echt ein super Training. Der gibt richtig Gas und hat richtig Spaß gemacht. Der ist auch sehr stark. Der gibt auch immer alles im Training. Also war richtig ein super geiles Training. Haben wir Rückentraining dann zusammen gemacht. Und dann auch mit dem Urs Kalicinski habe ich auch mal trainiert. Also war auch geil. Wie gesagt, so oft mit dem David trainiert und mit David Hoffmann, mit Dennis Reinhold und mit der Nadine Huber, mit Pascal Schlegel und also die kämpfen ja alle richtig im Training, also ohne dem, was kannst du echt vergessen. Ja, dann habe ich dann, wie gesagt, 98 die Arnolds dann, wie gesagt, ich habe da 118 Kilo gehabt auf der Bühne, aber die Härte hat auf jeden Fall nicht gepasst, also ich war dann auf jeden Fall, schätze ich, 8 Kilo zu schwer, ne? Und hätte ich 8 Kilo weniger gehabt, hätte ich dann viel besser ausgesehen. Auf der Bühne sieht es dann einfach mehr aus. Und dann habe ich dann 99, habe ich mich vorbereitet, okay? Aber ich habe dann gar nicht mehr mitgemacht, ne? Und dann im 2000 und 2001 habe ich dort die Night of Champions noch gemacht. Aber da habe ich mir dann schon 2001 den Trizeps abgerissen, beide Seiten, 6 Wochen vom Wettkampf und bin dann trotzdem angetreten, ne? Aber da war schon die Form nicht so wie früher. Ne? Da war auch der Kampfgeist nicht mehr so, weil er mich auch öfters mal unterplatziert. Und ich war dann auch nicht mehr so motiviert irgendwie. 2001, nach den Abrissen vom Trizeps links und rechts, habe ich dann das Bodybuilding so eher mehr oder weniger an den Nagel gehängt und habe dann nur noch ein bisschen trainiert, also gar nicht so viel. Ich habe auch die OP nicht gemacht, dass ich die Trizeps angenäht habe. Weil ich habe gedacht, okay, ich lasse jetzt alles, ich trainiere gar nicht mehr. Ich habe dann die Schnauze voll gehabt irgendwie und wollte nie wieder auf der Bühne starten. Ne? Nie wieder mitmachen, nur so ein bisschen Fitness machen. Und das war dann so von 2001 bis 2009. Klar, wenn du jahrelang Vollgas gibst, dann kann sein, dass dann irgendwann was abreißt oder so, gell? Wenn man schwere Gewichte macht. Das ist auch genetisch bedingt, glaube ich. Es gibt auch welche, die haben gar keine Verletzung, dann gibt es welche, die verletzen sich halt schneller. Obwohl ich war jetzt kein Athlet, der jetzt richtig ganz schwer trainiert hat. Also auch nicht zu leicht, aber auch nicht so schwer wie der Coleman, auf keinen Fall. Und habe dann trotzdem Trizeps beide Seiten abgerissen. Rechte Seite Rotatorenmanschette, Schulter, Bizeps, Trizeps, links, rechts in außen, Bizeps. Und das sind halt so die Verletzungen, die ich dann so. So ab 2001 hat das eigentlich schon angefangen, relativ schnell. Und das ist, glaube ich, auch genetisch bedingt. Okay, weil, ja, zum Beispiel, wie man sieht, beim Dexter Jackson zum Beispiel, der ist 2 Jahre jünger als ich, glaube, der hat noch gar nichts gehabt. Das ist halt blöd, wenn man da so Verletzungen hat und so, gerade wenn das um die Optik geht in dem Sport, wenn dann der Trizeps oder der Bizeps abreißt oder die Brust, das sieht man dann meistens schon auf der Bühne. Und dann ist man dann schon deprimiert. Aber kann man halt nichts machen, muss man halt weiter durch. Was war für dich der Grund zu sagen, jetzt beende ich die aktive Karriere, jetzt werde ich Coach oder wie auch immer? Ja, das waren tatsächlich die Abrisse. Ne? Ich habe Trizeps beide Seiten links und rechts abgerissen. Dann ist mir die oben, unten?
Also hinten, die hintere. Der hintere. Okay. Der hintere Trizeps ist abgerissen, beide Seiten. Auf einmal, also beim Training. Und dann ein paar Jahre später noch die Rotatormanschette. Dann habe ich Knieprobleme. Und dann, ja, das hat dann nicht mehr so gut ausgesehen. Also ich lasse mich da nicht dann auf der Bühne dann abschlachten. Ne? Mhm. Also es geht nicht. Verstehe ich, ja. Das geht nicht. Also ich hätte damals schon gerne noch viel mehr mitgemacht, aber das ging einfach nicht. Das ging nicht. Leider. Wie schwer fällt einem in so einem Moment dann plötzlich das Älterwerden? Das ist echt schwierig, aber ich habe das gut umgesetzt, weil ich bin jetzt ein erfolgreicher Coach. Ich mache das sehr gerne und gebe mein Wissen, meine Erfahrung und mein alles gebe ich weiter an meinen Athleten.